Herzlich willkommen zur Wanderfahrerkarte auf dem Marsch. Wir machen weiter mit Holz. Nebenbei wird noch Heu eingefahren oder Gras und Heuschuppen. Das dauert noch ein bisschen. Und wir machen uns hier im Wald beschaffen, damit wir, bevor wir anfangen mit der Ernte, da entsprechend Vorrat anschauen am Holz, damit das Sägewerk fleißig arbeiten kann. Es wird nicht ewig reichen, aber wir können aktuell nichts anderes tun. Die Kühe sind nicht versorgt, die Schweine auch. Die nächsten Wiesen werden dann später gemäht. Und das könnten wir ja gleich machen und die Lageball machen für die Jahr. Mal schauen. Könnten wir dazu rein, das können wir machen. Wir haben zwar nicht viele Wiesen hier, aber ein paar Fahnen schon gemacht. So, Planänderung, das geht weg von Holz. Also 25 und 24 haben wir noch und die 23 schon fertig. Gemäht. Da wollte ich noch zu Heu machen. Dann werden wir hier gleich nochmal den benutzen und dann mit mähen und dann Richtung andere Wiesen fahren. 24 oder 25 und später die, oh, die da oben bei der 18, bei der anderen, die ich habe. Die kleine Wiese. Das hatte ich noch so vorgehabt. Machen wir erstmal die beiden Wiesen und dann bleiben wir allen pressen. Ja, da haben wir nicht viel zu tun, ne? Getreide ernten, Getreide ins Lager fahren, die Brauerei bauen, aufstellen, platzieren und dann mal schauen, ob wir die in Produktion hinbekommen, ne? Holz, 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 das hätten wir machen können. Die Pflanzen haben wir auch schon, 240 Stück. Schätze ich mal, ganz grob. Beste Fichte, glaube ich. Ja. Gute Federung, muss ich sagen. Es gibt da so einen Fahrsimulator, da kann man ja, kaufen kann man das auch. Das ist ein Riesenteil, da sitzt man drinne wie Cockpit. Das Teil ist beweglich, also links, rechts, man kann in eine Kurve gehen. Aber ob so federt wie ein recht richtiger Traktor, glaube ich nicht. So, ja. Die Straße, ja, ich glaube, die gab es vorher so nicht. Wir müssen mal hier runterkommen. Wie ist da ein Zaun? Immer außen sich anderen mal ein bisschen genauer gucken. Ja, es sind noch freie Flächen, man kann alles theoretisch hier bauen. Aber die Brauerei kommt an den Platz, wo sie früher auch war. Und hier immer sehen, was wir machen können. Schlachthof oder so. Eigentlich wollte ich nicht so weit weg machen, unseren Hof.
keine unnötigen Wege fahren müssen. Das soll es sein, ne? Kann man auch früher durchgehen? Ja gut, dann machen wir erstmal links die Wiese. Entschuldigung. Sekundenreibe. Ja. Unser Hopfen wächst auch. Auch schon gedünnt alles. Aber wir brauchen Geld. Geld, Geld, Geld. Deswegen wollen wir noch ein Feld kaufen mit Mais. Fertig. Und dann können wir. So. Holzgenerierung. Da müssen wir zwei machen, weil. Aber das wäre gut. Oder nicht schlecht. Ich will nochmal ausklappen. Hinten vor allem. Dann habe ich 9 Meter. 15 oder so. So. Eigentlich sind 10 Meter normalerweise. So. Einstellen. So. Ja, man hat das. Ja, wieder wird das mal gespeichert. Dünn, 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 dünn. Also das muss ich nochmal machen, also im Ordner rein machen, ne? Aber jetzt wollen wir mal sehen, dass wir Gras mähen, ja. Ja. Die kleinen Schränke. Hauptsache, da klappt so. Richtige, richtige Wiese. Ja, gut. Nee, so eine Sache. Schnell mal vergessen. So, ich brauche noch einen Traktor und zwar einen zweiten zum Mähen, wenn Option oder einen. Wo haben die alle? Da hinten. Da sind bei den Ballenpressen. So. Da haben wir gleich hier für die nächste Wiese. Der war der 26, war ganz gut. So. Machen wir gleich. Das war nicht viel, aber gut. Ja, unsere Schweine. Die Ötschis, wie sie heißen. Gut, gut. Ja, bis irgendwann habe ich auch, aber so viel habe ich doch nicht. Jetzt mal immer stehen lassen, beim nächsten Mal behandeln. Entweder wir striegeln oder dann machen Prolaxe. Ah, das weiß ich noch nicht genau. Bin da nicht so voreingenommen, also bin alles offen.
auch mal lassen. Kurz Generierung. Lohnt sich fast gar nicht, ne? Naja gut, das muss man zu sagen, das ist ja eine relativ große Karte und dann erscheinen diese kleinen Felder auch recht klein. Sind aber so klein nicht. So. Machen wir mal wieder. 5, 6, 3. Nicht genau. Und schon anders auch, ne? Ersten Wegpunkt, Main, ja, Feldarbeit. Einsteigen. Und speichern. Nähen. War 26. Hoffen wir mal, ne? Hauptsturm. Neun. Mittels. Ja, das sind genau. Das passt gut hin. Das passt ganz gut. Aber hier sind noch 5. Okay. Kein Verlust mehr wieder. Bei 10 Meter würde ein bisschen stehen bleiben, denke ich mal. Müssen wir noch einen leichten zweiten nehmen und dann den Ballen pressen. Ich hatte mir neulich mal von Amazone den Original, also Original sowieso, aber den aktuellen Version runtergeladen. Für mich war es die 2.4. Ich habe auch die alte gehabt, also 3. Wäre schön, wenn allgemein für Mods sowas geben würde, man automatisch aktualisieren könnte. Das wäre schön. Im Prinzip so ein Programm hat, die Treiberaktualisierung so ähnlich, und sagt, okay, die Mods habe ich, und dann suchen die automatisch im Netz nach aktuellen Versionen. Das wäre schön. Wenn er theoretisch darauf hingewiesen wird, und wenn die Werbeseiten haben, dass die entsprechend auch meinetwegen auch darauf verlinken und dahin kommen kannst, dass du manuell runterladen kannst. Aber dass man überhaupt dich lange suchen muss, ne? Weil das nur ein Loshaufen kriegen. Ja, gut, sparen wir bisschen ein. Also, bin ich jetzt ein bisschen ratlos, wenn das so ist. Wenn es alles zusammenhängt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Solange er nicht abschmiert, ist okay. Ja, Montag ist, ne? Hoffe, dass ich gut reinkomme in der Woche. So, ich denke mal auch. Auf jeden Fall. Montag habe ich Spätschicht. Das heißt für mich, ich kann aufschlagen. Und vielleicht mal Videos hochladen. Mal sehen. Montag ist gut dazu für geeignet. So, da sind wir schon. Aber lass ihn mal fertig mähen. Das ist besser. Sonst. Ja, meistens. So gut. Da ist noch die 44. Ist ja auch reif. Muss man irgendwie hingehen. Genau anschauen. So, 44, wo bist du? Sprint nochmal. Ui. Das ist die
1,1 Millionen Liter Erntemenge. Hektar. Gedüngt ist aber auch nur 30%. Das heißt, hier hätten wir in Zukunft guter Doppel zu erwarten. Ne? Ja. 2 Millionen. Haben wir hier schönes. Ups, ich muss auf Bahn gehen heute. Aha, eine Halle. Geht nie auf. Wer wohnt hier? Okay, dann werden wir sehen, wo wir ein Holz machen. Ne? Audi 44. Was würden die uns dafür abverlangen? Ja, ist doch fast ein Schnäppchen. Wir müssen bei der Bank hingehen und sagen: Hier, sieht's aus? Und dann her mit Marie. Dann kann er gleich weiterarbeiten. Müsste man gleich kaufen. Dann hier und dann da. Dann da. So, und so weiter haben wir jetzt keine Wiesen. Die 40 werden, naja, weit weg. Die Straße ist wieder hier so hoch. Irgendwie. Das ist an sich kein Problem. Aber gut. Immer die 44, dann können wir daraus mehr schön Geld machen. Wenn es weit ist. Das ist der Autohänger. Ich wollte doch zum Dings, zum Wald. Was macht unser. Oh, hast du schon Heu? Jetzt hat er Heu. Jetzt sammelt er Heu. Oh! Ja gut, hätte ich mir die Trockenhalle ersparen können. Na gut, das macht ja nichts. Kann er auch so reinbringen, ne? Ja. Ist ja auch fast fertig. Ja. Und die Folge auch. Ja, sag mal. Tschüss und wie gewöhnlich, Zuschauer. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Zeitnah. Ja, danke fürs Reinschauen. Hoffe, man hört und sieht sich dann zur nächsten Folge. Tschüss.